Ihr Lieben, zum Gottesdienst am 17. Sonntag nach Trinitatis entführe ich euch ins Allgäu, in die Pfarrkirche St. Stephan in Rettenberg. Bitte schön. Hier lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast dein Wort herrlich gemacht. Um deines Namens willen, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist, denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne, wenn ich mitten in der Angst wandle. So erquickest du mich und reckest deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Lasst uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott,
Wir bitten dich für deine heilige Kirche. Leite alle ihre Diener durch deinen Geist und hilf deinem ganzen Volke. Gib deinem Worte Macht, auf dass der Glaube wachse und die Liebe zunehme bei uns allen und in aller Welt. Wir bitten dich, erbarme dich. Sei mit allen, die Verantwortung tragen für die Völker, dass sie die Macht, die ihnen anvertraut ist, nach deinem Willen gebrauchen, das Recht aufrichten und den Frieden schützen. Wir bitten dich, erbarme dich. Walte mit deinem Frieden in unseren Häusern. Heilige die Ehen, sei mit allen, die dir im Ehelosenstande dienen. Segne die Jugend, gib aller ehrlichen Arbeit gute Frucht und gerechte Entlohnung. Und lass keine treue Mühe vergeblich sein. Wir bitten dich, erbarme dich. Sei Helfer und Tröster den Armen und Kranken, allen, die in Not und Anfechtung sind. Besonders denen, die um der Wahrheit willen verfolgt werden. Stärke sie mit deiner Kraft. Wir bitten dich, erbarme dich. Rette uns, Herr, und richte uns auf durch die Barmherzigkeit und Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag steht aufgeschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 49. Kapitel. Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Nun spricht der Herr, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Zur Freude, weil er uns gibt.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht aufgeschrieben im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 10. Kapitel. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Warum ist Israel nicht zum Glauben gekommen? Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben Sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Erde.
Das heilige Evangelium für diesen Sonntag steht aufgeschrieben bei Matthäus im 15. Kapitel. Ehre sei dir, Herr! Jesus entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Lob sei dir, o Christe! Lasst uns gemeinsam mit den Christen aller Zeiten und Völker Gott preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all, lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, ihr Völker, allzumal, dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilt seine Gnad in Christus seinem Sohne. Denn seine Großbarmherzigkeit tut über uns stets walten. Sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit erscheinet jung und alten und währet bis in Ewigkeit, schenkt uns aus Gnad die Seligkeit. Drum singet Halleluja. Ihr Lieben, heute ist für uns die Epistel als Predigttext ausgesucht. Wir haben sie ja schon gehört, darum erspare ich es mir, sie jetzt noch einmal am Stück vorzulesen, sondern werde mir Vers für Vers vornehmen und meine Gedanken dazu sagen. Sie geht ja schön los und für alle frommen Leute mit einem prominenten Vers. Wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.
Das habe ich, da war ich noch ein Jugendlicher, aus frommem Munde gehört, so als läge eine Verpflichtung darin. Du musst mit deinem Munde bekennen, dass Jesus der Herr ist, sonst wirst du nicht gerettet. Ja, kann man so machen, birgt aber einige Gefahren. Mir sind im Laufe meines Lebens immer wieder Menschen begegnet, für die das sehr wichtig ist, mit dem Munde zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und im Herzen mögen sie glauben, das kann ich von außen natürlich nicht beurteilen und werde auch im Deubel tun, das zu tun. Im Herzen mögen sie ja auch glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es kann ja sein. Verlassen kann ich mich drauf, sie bekennen mit ihrem Munde, dass Jesus der Herr ist. Aber sie sind ansonsten im Umgang mit ihren Mitmenschen gerade so Biester wie die schlimmsten unfrommen Leute auch. Sowas ist mir immer wieder begegnet. Frommer Augenaufschlag und ja, der Herr ist mein persönlicher Heiland, aber anderen Leuten übel mitspielen. Über andere, auch über Gläubige, herabsetzend reden. Überhaupt kein Problem, aus ihrem Munde kommt das gern. Da stimmt was nicht. Also nur dadurch, dass man mit seinem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist und in seinem Herzen irgendwas glaubt, was man von außen ja nicht sehen kann zum Glück, wird der Mensch nicht selig. Warum schreibt Paulus das aber hier? Er schreibt das aus einem Grund, den man ein paar Verse später findet, nämlich im Vers 12. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Da haben wir das Problem. Die Juden können sagen, wir haben die Tora, wir haben Gesetz und Gebot und wir haben danach gelebt und darum gehören wir zu Gott und werden selig, wenn man das so nennen soll. Die Griechen aber, die Heiden, die in diesen Geboten nicht groß geworden sind und die diese Gebote auch nicht einhalten, die können doch gar nicht selig werden. Und da sagt Paulus, halt mal, nicht, dass ihr buchstäblich irgendwelche Gebote aus dem Alten Testament einhaltet, wird euch nützen, selig zu werden, sondern allein diese zwei Dinge, dass du im Herzen glaubst, dass Christus von den Toten auferstanden ist und der Herr ist, und dass du auch in deinen Worten zu ergänzen und Taten dazu stehst. Das macht dich selig. Dein Glaube macht dich selig und dass du zu diesem Glauben stehst mit deinem Reden und Tun, das macht selig. Und da ist ein Unterschied aufgemacht, eine Differenz aufgemacht, die bis heute in frommen Kreisen eine Rolle spielt. Wie wörtlich muss man die Bibel nehmen? Wie wörtlich muss man die Gesetze nehmen? Wir nehmen es ganz wörtlich und schon sind wir auf der sicheren Seite. Ja, Paulus sagt nein. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr im Herzen an Christus glaubt. Und zwar glaubt, dass das, wie er gelebt hat, der Maßstab ist für alles, auch für euer Leben. Und dass Menschen ihn zwar getötet haben, aber dass Gott ihn auferweckt hat und so sein Tod nicht vergeblich war. Wenn ihr das glaubt und danach lebt, seid ihr selig, egal was der Buchstabe der Bibel im Einzelnen sagt. Das ist die Stoßrichtung, auf die es Paulus ankommt. Nicht aber die, dass egal was ich tue, egal wie ich lebe, egal wie ich denke, egal wie ich rede und egal wie ich handle, sobald ich nur in meinem Herzen glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit meinem Munde bekenne, dass er der Herr ist, so springt, gerade als wäre es ein Ablass, den ich mit Geld bezahlt habe, meine Seele aus dem Fegfeuer in den Himmel. So läuft das nicht. Glauben und Leben gehören zusammen. Wir dürfen sie nicht auseinanderreißen.
Solange dein Bekenntnis nur ein Lippenbekenntnis ist und dein Glauben nur im Herzen wohl verwahrt, aber umschlossen von allerlei Schutzwellen, die dich daran hindern, dem Glauben in deinem Herzen entsprechend zu leben, solange wird mit Seligkeit auch nichts werden. Was streust du denn aus? Das Lippenbekenntnis davon, dass Christus der Herr ist? Aber in deinen übrigen Taten bist du ein Giftzwerg, als hättest du davon noch nie was gehört? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, glaube in deinem Herzen und bekenne mit deinen Lippen und lebe danach, damit nicht nur deine Lippen etwas Frommes sagen, sondern dein ganzer Lebenswandel dich mit deinem Bekenntnis glaubhaft macht. Das ist ein hoher Anspruch. Die Latte liegt hoch. Ja, es hat Jesus das Leben gekostet. So hoch liegt die Latte. Also macht das. Dann könnt ihr nicht auf den Irrtum verfallen, auf den so mancher im vorigen Jahrhundert verfallen ist, tagsüber KZ-Wächter und Menschenschinder zu sein, aber am Sonntag oder in einer frommen Anwandlung Jesus im Herzen zu glauben, dass er auferstanden ist und mit den Lippen zu bekennen, dass er der Herr ist. So, wie gesagt, läuft es nicht. So, wie sollen denn Leute glauben? Das ist jetzt gefragt, wie können denn Griechen, wie können denn Heiden selig werden? Wenn sie nicht glauben, wie sollen sie denn glauben, wenn ihnen keiner zeigt, wie das geht, wenn niemand sie darin unterweist? Ja, geht nicht. Also, wie sollen sie glauben, wenn sie von dem noch gar nichts gehört haben? Wie sollen sie etwas hören, wenn da niemand ist, der es ihnen predigt? Und jetzt gibt es in diesem Text einen kleinen Switch, einen kleinen Sprung. Denn auf einmal wird zwar mit derselben Satzgestalt, aber ein anderer Personenkreis in Blick genommen. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Da sind jetzt nicht die Hörer der Predigt gemeint, die erst noch christlichen Glauben für sich entdecken und sich dafür begeistern sollen, sondern da sind die Leute gemeint, die den christlichen Glauben bringen wollen, die, ich sage es jetzt mal so, missionieren wollen. Wie sollen die das tun, wenn sie nicht gesandt werden? Dazu fällt mir eine kleine Anekdote ein, die gehört in die Zeit des Fürsten Metternich und der Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen. Auf dem Wiener Kongress, auf dem das Ganze verhandelt und verhackstückt worden ist, gab es auch einen Gesandten, einen Botschafter des Königreichs Sachsen. Und über den wurde gesagt, der ist ein Gesandter, aber kein Geschickter. Das heißt, er hat zwar den offiziellen Auftrag, aber er stellt sich an wie der erste Mensch oder wie ein absoluter Döspaddel. Also, man kann ja gerne predigen. Wenn man dazu nicht geschickt ist, kann man damit viel Schaden anrichten. Also, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wenn keiner sie schickt und ausrüstet und dazu in die Lage versetzt? Dazu muss man nicht unbedingt aus dem Stegreif druckreif reden können. Wenn man das kann, ist hilfreich. Aber wichtiger ist, dass das, was man sagt und wie man es sagt, glaubwürdig ankommt. Und über Paulus wird gesagt, dass seine Rede eher schwächlich herüberkam. Er hat dennoch Erfolg gehabt. Und zwar nicht durch rhetorische Kunstgriffe, nicht durch sprühendes Charisma in seinem Reden, sondern durch Glaubhaftigkeit, durch Glaubwürdigkeit.
Und die Glaubwürdigkeit gewinnt man nicht mit Worten, sondern, und da habe ich es wieder, mit dem eigenen Lebenswandel. Ja, also, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Da frage ich mich bei manchem, was ich in unserer Kirche so an Predigten höre. Ja, ihr habt es alle gelernt, ihr habt alle eine Ausbildung dazu, aber ihr seid wirklich nicht alle geschickt. Und das ist so schade. Wir hätten dringend Leute nötig, die geschickt vom Reich Gottes reden können. Also so, dass es Bodenhaftung hat, aber im Himmel verankert ist. Das gibt es leider nicht so oft. Ja, naja, das ist nun, wie es ist. Und dann die Frage, die Paulus ja immer wieder hat, weil es ihn selber und das Volk seiner Herkunft betrifft. Warum ist Israel eigentlich nicht zum Glauben gekommen? Und dann macht er einen Ausflug zum Propheten Jesaja. Der hat ja nun wirklich 7 Jahrhunderte vorher gelebt, vor Paulus. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Die Erfahrung ist alt, dass Predigten, auch die von Gesandten und auch die von geschickten Gesandten, nicht immer Glauben finden. Auch das glaubwürdigste Auftreten muss nicht damit rechnen, dass ihm Glaube zuteil wird, dass es mit Glauben beantwortet wird. Das ist nicht ausgemacht. So kommt der Glaube aus der Predigt, sagt Paulus schließlich, ganz apodiktisch, woanders kann er nicht herkommen. Der Glaube, mein Glaube kommt davon her, dass mir jemand das gepredigt hat. Der Glaube kommt aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das Predigen kommt dadurch, dass Christus sich die Freiheit nimmt, meine ungeschickten Worte sich dienstbar zu machen und sich dadurch Gehör zu verschaffen. Durch das Wort Christi. So kommt eine Predigt zustande. Und das habe ich nicht in der Hand, sondern das ist dann Christi Werk. Zum Schluss, Paulus so, ich frage aber, haben Sie es nicht gehört? Doch. Es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Erde. Da zitiert der Paulus aus dem 19. Psalm. Den habe ich mir hier bereitgelegt. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Und jetzt kommt das Zitat. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihre Reden bis an die Enden der Erde. Es sind die Kräfte der Natur, die das Evangelium verkünden. In Psalm 19 und in der Art und Weise, wie Paulus den Psalm 19 hier zitiert. Das heißt, hören kann es jeder, auch wer von Christus nichts weiß. Auch wer Christus nicht kennt, dem kann doch aufgehen, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse. Und er kann aus diesem Faktum für sich den Schluss ziehen, dass Gott so unendlich großzügig sein muss, dass er das macht. Das wäre dann Evangelium, ohne dass diesem Menschen, der so Evangelium empfangen hat, die Gestalt Jesus Christus bekannt geworden wäre. Also, das ist nicht ausgeführt, aber angelegt in diesem Zitat. Ich fürchte, es gibt viel gläubiges Christentum, es gibt viel gelebtes Evangelium bei denen, die an der Gestalt Jesu Christi längst vorbeileben, weil ihnen die Gestalt Jesu Christi
von ungeschickten Predigern so dargestellt worden ist, dass sie damit entweder nichts anfangen konnten oder sie als toxische, strafende, kleinliche, missgünstige Gestalt kennengelernt haben. So, das war jetzt ein großer Rundumschlag. Und den sage ich euch, die ihr ja Christus kennt. Und kann nur schließen mit der Mahnung, mit der ich begonnen habe. Lasst in eurem Denken, in eurem Reden und in eurem Tun Christus zum Zuge kommen. Das ist das beste Bekenntnis, was ihr mit euren Lippen formulieren könnt. Und das ist die beste Art und Weise, den Glauben, den ihr im Herzen tragt, auszudrücken. Versucht es jeden Tag aufs Neue. Es lohnt sich. Amen. Wirst du erheben, mich
lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich, gib uns deinen Geist, dass wir dein Wort hören und annehmen, auf dass unser Herz dadurch gereinigt und unser Wandel erneuert werde. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Brunnen alles Heils dich ehren. Lobs und Segen.